Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der Bastelgarage. Heute wieder mal mit einer neuen Ausgabe und zwar geht es dieses Mal wieder um die Tischkreissäge und zwar um diese Einlegeplatte. Ich hatte vor, eine 0-0 Einlegeplatte zu bauen und warum ich das Ganze mache und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Manchmal ist es halt nötig, ganz schmale Streifen zu schneiden. Und dann fallen die hier genau zwischen Sägeblatt und der Einlegeplatte. Ich zeige das mal gerade. Ja, ich hoffe, man konnte sehen, also das abgeschnittene Stück hiervon, dieses schmale 3, 4, 5 mm breite Stück, ist jetzt nach unten gefallen, liegt unten drin und blockiert mir im Prinzip innen drin die Absaugung. Ja, und wenn man hier oben reinschaut, ich versuche das mal was näher zu holen, ich hoffe, man sieht das, da unten liegt dieses Stück Holz und weiter nach oben oder nach rechts, da wird das abgesaugt und im Laufe der Zeit sammelt sich da einiges an und blockiert die ganze Absaugung. Ja, da ist zum Beispiel jetzt hier, sind das fast 3,5-4 mm, die da Luft ist. Von der Seite bis zum Sägeblatt sind es sogar 5 oder 6 mm, die einfach hier rechts und links Luft bilden. Und das will ich jetzt mit einer Einlegeplatte, die halt genauso dick ist wie das Sägeblatt, abschaffen, das Ganze. Das ist ein 15 mm starke Siebdruckplatte. Das ist das Einlegebrett, das soll jetzt hier so drauf. Und dazu habe ich jetzt hier doppelseitiges Klebeband. Braucht ja nicht viel, einfach nur zwei Streifen, klebt das hier oben drauf, reißt dann hier einfach diese Dinge ab, klebt das, wenn möglich, ziemlich genau da drauf. So, jetzt habe ich hier eigentlich nur die überstehenden Ecken. Hier ist es etwas größer. Das zeichne ich mir jetzt an und säge das dann an der Bandsäge erstmal zurecht. Gleichzeitig ist ja hier das Loch, um das anzuheben, wo ich mit dem Schraubenzieher das Ganze anhebe. Das zeichne ich mir auch an und schneide das dann direkt vor Ort raus. Machen wir das Ganze wieder ab und sägen das mal grob an der Bandsäge ab. Dann kleben wir das Ganze wieder hier drauf. So, und dann habe ich jetzt hier in meinem Oberfräsentisch eine solche Fräse mit, ja, das ist jetzt die Frage, oben oder unten liegendem Rad eingespannt. Und damit werde ich jetzt hier die rundherum das Original abfahren und damit habe ich genau rundherum die optimale Kantenstellung. So, jetzt haben wir hier auch noch eine Kante drin. Und die müssen wir auch noch reinfräsen. Das ist für die Motoraufhängung. Da müssen wir Platz machen. Ich habe jetzt das Sägeblatt ganz runtergefahren und hier hinten, was man natürlich normalerweise nicht macht, aber anders geht es nicht, den Spaltkerl rausgebaut. Jetzt kommt mein neues Brett hier rein. Und damit da nichts passiert, klemme ich das mit dem Anschlag fest. Hier, wo der gelbe Punkt vorne ist, ungefähr in der Mitte,
da kommt das Sägeblatt hoch. Also bis an den gelben Punkt kann man rangehen. Und dann mache ich jetzt die Säge an und fahre das Ganze hoch. Und damit haben wir schon mal den Schlitz schön da drin. Jetzt brauchen wir natürlich Platz, für hier hinten wieder den Spaltkeil reinzubauen. Dazu baue ich jetzt erstmal wieder den alten, das wieder ein und schneide mir hier, lege mir das provisorisch hier rein, schiebe meinen Anschlag hier rüber, damit ich die exakte Lage habe. So, nehme das raus und säge jetzt einfach von hier vorne aus das hier, das restliche Stück, auf. So, ich habe jetzt hier so einen Keil gefunden, beziehungsweise zurechtgeschnitten. Den setze ich jetzt hier rein. Zeichne mir das an, wo der zu Ende sein muss und säge mir den hier jetzt erstmal ab. Das leimen wir jetzt mal da rein. Ich verteile das eher so ein bisschen, drücke das ein bisschen auseinander und verteile das ein bisschen. So, und setze dann hier eine Zwinge drauf. Lass das Ganze trocknen und hier den Überstand schneide ich nachher mit der Japansäge einfach ab. Das, was ich natürlich vergessen habe, das sind die Löcher für die Madenschrauben. Die habe ich jetzt rausgedreht. Das ist für die Höhenverstellung einzustellen. Das muss ich natürlich noch nachträglich da reinbohren. Ich klebe das jetzt also wieder hier drauf. So, und bohre jetzt die Löcher dadurch und schneide ein Gewinde da rein. Für die Löcher brauchen wir jetzt, ich habe jetzt hier M4er, aber M6er Schrauben wären besser. Das sind, ich schreibe es jetzt gleich dabei, wie die heißen. Die haben hier oben einen Imbus und auf der anderen Seite eine kleine Spitze. Und die werden dann halt einfach hier mit dem Imbus reingedreht, damit wir die Höhe hier einstellen können von der Platte. So. Und damit kann man jetzt halt ganz genau nivellieren, wie hoch oder wie tief man die Platte haben möchte, damit hier kein Übergang entsteht, wo etwas abbremsen könnte. Jetzt ist halt wichtig, wenn das Sägeblatt sich dreht, kommt das hier oben raus und es könnte sein, dass das hier oben angehoben wird und mir das Teil entgegenfliegt. Darum ist ja zum Beispiel bei dem Original hier diese zwei Nippel sind da dran. Die kommen hier hinten in die zwei Löcher und halten das fest, dass es nicht hochschlagen kann. Jetzt habe ich hier, kann man das sehen, das ist ein Abstreifgitter. Das heißt, es kommt normalerweise in Farbeimer und hier rollt man mit der Walze drüber. Und das hat halt hier am Rand dieses Blech. Und das ist eigentlich genau in der Dicke, wie ich das haben möchte. Ich mache das jetzt mal hier an einer Seite ab. Das ist jetzt dieses Blechteil. Und damit möchte ich mir jetzt halt hinten diese zwei Nippel machen, dass ich die halt in der Größe hier drauf, also auf das Holz dann so hier drauf schrauben kann, rechts und links. Und auf der anderen Seite ist ja dieses Metall, was das Ganze hier vorne zum Festhalten bringt. Das hier klemmt sich halt hier ein
So, und dann ist es fest und kann nicht raus. Und genauso biege ich mir jetzt ein Stück, aus diesem Stück Blech biege ich mir dieses Teil raus. Das ist jetzt das Teil, was ich mir gebogen habe. Das ist dann original so wie das, was hier unten ist. Das kommt hier drauf. Jetzt ist natürlich hier hinten eine kleine Kante. Und diese Kante, die will ich hier hinten mit einem Stechbeitel, habe das jetzt hingelegt, damit ich die Position bekomme. Da haue ich hier hinten mit dem Stechbeitel ein Loch rein, wo halt dieses Metall drin verschwinden kann. So. Das heißt, das hält fest schon von selber da drin. Und da setze ich jetzt noch zusätzlich eine kleine Schraube rein. So. Und dann hoffe ich mal, dass das genauso funktioniert wie mit der roten Platte wie das hier. Dann habe ich mir hier diese zwei aus demselben Material zwei irgendwie Blechteile gemacht. Und zwar soll das für diese Nippel oder Öhrchen hier sein. Und die sollen jetzt hier unten so da drauf kommen. Um jetzt die genaue Position festzumachen, wo das hier hinten hin muss, werde ich jetzt einfach hier mal ein Stück doppelseitiges Klebeband hinkleben. Dann lege ich das da drauf, wo das hin ungefähr hin muss. Also mache erst natürlich die Folie ab. So, lege das dann hier hin, wo es hin muss. Und klebe die beiden Teile provisorisch hier so drauf. So. Und werde jetzt versuchen oder anprobieren. Und, so. Und jetzt probiere ich aus, ob das da hinten in diese Löcher reingeht. Das hier muss etwas weiter außerhalb. Ja, so sind die beiden Teile mittig in diesen Löchern drin. Das hier kann noch ein bisschen weiter nach außen. Mal direkt probieren. Ja, passt. So. Und dann schraube ich das jetzt einfach hier unten drunter mit den beiden Schrauben mal kurz fest. Ja, so ganz hat das nicht hingehangen. Und zwar hier die vorderen Schrauben, die haben hier hinten auf dem Metall aufgelegen und haben die Platte hochgedrückt. Deshalb habe ich jetzt diese Konstruktion mit den Schrauben gemacht. Sieht zwar nicht schön aus, aber ich denke mal, das hilft, dass die ganze Geschichte nicht verrutscht. In der Zwischenzeit, habe ich mir hier ein Brett geschnitten und die Ecken abgerundet. Das steht jetzt am Kopf. Und hier einen 1,5 x 1,5 cm, also 15 x 15 mm Holz dran geschraubt. Und zwar soll das hier rein, um hier drin. Und hier drin, hier ist die Maschine ja offen. Und hier drin fällt der ganze Dreck nach unten runter. Und ich hoffe einfach, dass ich mit diesem Teil, was ich hier mit dran mache, dass ich das absperren kann, dass der Dreck halt hier zwischen bleibt. Das Ganze kommt dann hier unten runter. So soll das Ganze dann aussehen. Ich muss aber erstmal jetzt ausprobieren, wo ich hier überhaupt hin muss. Deshalb werde ich jetzt hier erstmal doppelseitiges Klebeband draufkleben, das drauf machen, ausprobieren und hin und her drücken. Einmal Klebeband drauf. Das bedeutet hier drauf. Ich setze jetzt einfach mal hier auf die Kante. Drücke das probemäßig mal fest. Und schau mal, wo das dann, wenn das da dran ist, hingeht. Das muss ein Stück weiter nach außen anscheinend. Ich hänge wahrscheinlich hier auf der Schraube von dem Sägeblatt. Ne, passt. Nochmal nachschauen. Ja.
So müsste das jetzt nur noch festgeschraubt werden. Sehr schön. Und durch diese Abrundung passt das auch prima hier hinten rein, damit das mit einem Schwung, wie gesagt, ich muss das ja hier einklemmen wegen diesen Halterungen. Und dann einfach geht das hier hinten prima runter. Das überstehende doppelseitige Klebeband schneide ich einfach mit dem Cuttermesser hier ab. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen rumgebastelt. Und zwar habe ich zum einen mal, das war das Brett, was ich vorher hier drin hatte. So. Das habe ich jetzt hier um diese Ecke erweitert. Ich habe hier vorne dieses abgerundete Teil dran gemacht und hier vorne einen Klotz drauf gesetzt. Und zwar passt das jetzt genau hier rein und deckt hier innen drin diese Ecke hier mit ab. Vorher hatte ich das Brett so drin und so hier drin. Aber diese Ecke, die war frei. Jetzt ist halt hier durch dieses Klötzchen ist die Ecke hier mit zu. Und die Führung von dem Spaltkeil, da ist ja hier an der Seite eine Schraube, und zwar diese hier. Und die geht halt immer mit rauf und runter. Und da muss jetzt dieses Stück, was ich hier hingemacht habe, geht genau da dran vorbei. Ähnlich verhält es sich jetzt hier, wo es nach vorne geht, vor der Säge. Wenn ich jetzt hier das Brett drin habe, ist hier noch ein Spalt. Und jetzt hoffe ich mal, dass das Ganze funktioniert. Ich baue das mal da rein und dann machen wir mal einen Probeschnitt. Die Spannschutzhaube habe ich natürlich jetzt extra, um das zu zeigen, abgelassen. Sonst kann man das nicht richtig sehen. Aber das Teil ist halt nicht da reingefallen. Der Dreck ist auch hier oben eigentlich, geht eigentlich noch, ist nicht ganz so schlimm. Ich denke mal, das ist eine tolle Sache. Wenn ich jetzt noch die Spannschutzhaube drauf hätte, wäre wahrscheinlich so gut wie gar kein Staub hier oben drauf. Wieder mal ein Einsatz in der Bastelgarage, der sich gelohnt hat. Es ist wirklich eine tolle Geschichte. Dieses Teil hier behalte ich jetzt eigentlich übrig, um 45 Grad Schnitte zu machen. Das war mir jetzt noch ein bisschen... Da muss ich erstmal überlegen und rumexperimentieren. Und ich weiß auch nicht, ich mache relativ wenig 45 Grad Schnitte, ob sich das lohnt. Dafür, wie gesagt, setze ich die alte Platte ein. Aber jetzt habe ich genau das, was ich wollte. Ich hoffe mal, dass die ganze Geschichte sich jetzt besser absaugt. Ich werde euch demnächst darüber berichten. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Kommt gut durch die Zeit. Ich freue mich auf euch. Bis demnächst. Gruß, euer Jürgen.